Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier eine Kategorie LKW, hier diesen Ural vorstellen. Das ist hier der 4320 und natürlich hier auch den 4320-60 Flatbed. Kostet 43.000 Euro und 2.193 Leasing. Wir haben hier eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h hier auf der Straße und 480 Liter Kraftstofftank. Wir haben hier eine Leistung von 240 PS, entsprechend hier 177 kW. Wir haben hier die Möglichkeit, das Design hier uns anzupassen und die Hauptfarbe in verschiedene Farben. Zum Beispiel so. Ich finde, das sieht sehr cool natürlich auch aus. Ja, wir haben noch die Möglichkeit, die Stoßstange uns anzupassen. Und da wir hier dann vorne ein paar nette Scheinwerfer drin haben, dass wir auf Nacht natürlich mehr sehen. Dann ist noch die Möglichkeit, einmal hier den zu verlängern auf den 4320-60. Da haben wir mehr Ladefläche für Ballen oder für Maschinen oder Anbaugeräte. Finde ich ganz cool, das Ganze. Und wir haben hier noch die Möglichkeit, hier die Reifen zu ändern. Jetzt haben wir den 1260, dann den 1260-1, dann den IDP-284. Wäre, denke ich mal, mehr hier für die Forst geeignet oder hier für Agrar, den OI25. Ich habe schon mal gekauft, ich finde den so her ganz cool gemacht. Und ja, wie wir mal sehen, habe ich hier den anderen schon mal so weit das ausgeklappt, was wir machen können. Wir können mit X hier einmal die Haube aufmachen. Da kann man auch mal starten, mal schauen, ob da noch was animiert ist. So, von hier sehen wir noch schön rein, ob der Lüfter auch läuft. Sehen wir hier, Lüfter, Lichtmaschine läuft. Und die Welle, ich glaube, zu Dieselpumpe auch, wie man sieht. So. Klappen wir wieder zu, schalten wir ganz kurz aus. Dann können wir hier mit Steuerung links hier die hintere Bordwand ausklappen. Dann mit Umschalten links. So. Na, will er jetzt nicht. So, jetzt. Können wir hier die Bordwände runterklappen. Dann können wir, gehen wir mal Augenmerk hier auf die Spiegel. Dann können wir die Spiegel nach innen und außen drehen, wenn ihr genau das jetzt seht. Vielleicht. Oder wir gehen nochmal in die Innensicht mal rein. Da sehen wir jetzt hier, drehen sich Spiegel synchron. So, gehen wir wieder in die Außenansicht. Können wir natürlich mit also L die ganzen Gurte anbringen. Können wir ja mal probieren irgendwie. Mal schauen, ob da was raufblumst. Mal schauen. Also, dass wir das mal uns anschauen können. So. Mal schauen. So. Da la, her. Jetzt liegen die hier oben. Naja. So, sind ein bisschen groß hier die Ballen, aber ist ja egal. Es geht jetzt nur darum, dass wir sehen. Dass wir sehen, dass dann hier, wie die Gurte hier natürlich funktionieren. Um mehr geht es ja natürlich auch nicht. Also, wie wir sehen hier, die Gurte funktionieren soweit das ganz gut. So, jetzt hier noch einmal. Sehen wir hier, die ganzen Armaturen sind hier animiert. Kontrolllampen. Nochmal. Gehen alle an. So. Super Horn. Schade, dass wir die Tür nicht öffnen können. Da ja diese Mod nur für PC ist. Schauen wir mal mit dem hier einfach mal hier so lang. Da sehen wir hier, wie die Achsen schick arbeiten. Mal, ob man irgendwie, nein, wir können das so gut gemacht, das sehen wir es leider nicht, dass ob da hier die Welle animiert ist.
kommen wir überall drüber. So wie wir es auch gewohnt sind, natürlich von den Russen. Und ich finde die Wahl, wie die Spanngurte angebracht sind, auch sehr gut. Muss man das auch noch sagen. Wir werden uns gleich den nächsten schnappen und natürlich dann auf die andere Bühne mal fahren. Vielleicht sehen wir die da drunter. Ich finde das echt hammermäßig, sind die gemacht. Wir klappen erstmal das Ganze erstmal mal wieder zusammen. So. Coole Animation. Haben wir auch noch natürlich uns einen Attacher-Test. Man sieht auch, dass also das Reserverad hier sich auch hier also in der Reifenwahl mit anpasst. So. Wie wir hier sehen, Attacher passt. Nee, bringt nichts, muss doch aussteigen. Da sieht man jetzt ganz genau, wenn man jetzt so hinschaut, dass die Karnevelle, obwohl man nicht hin sieht eigentlich so richtig. Ah, hier sieht man schon hin und vorne genauso. Karnevelle ist hier animiert. Nicht so wie bei manchen Modellen. So, mal schauen, wenn die jetzt ganz vorne, ja. Wo man meint, ja, dass es mit animiert ist. Hoffentlich bleibt da hier oben stehen, ja. Schalten wir hier gleich mit unserer Taschenlampe mal ein. Da sehen wir jetzt hier, was da für eine Arbeit in dem Modell drin steckt, das so zu modellieren. Die ganzen Leitungen, die Bremsleitungen, wie wir hier sehen, die Pressluftleitungen für das Bremssystem, Auspuff, wie wir sehen hier, also Stahl verzinkt. Cool die Farben zugewiesen, muss ich dann auch noch dazu sagen. Hier vorne mit die Stoßdämpfer oder was das ist. Ich bin ja kein Fachmann, muss man dazu auch noch sagen. Aber ich finde es schon mal ganz gut gemacht. Rückfahrlicht auch super. Rückwärts fährt er jetzt schon mal 15. Wir machen jetzt erstmal hier unser Lichttest, bevor man natürlich auf den Speedtest kommt. So, jetzt gehen wir natürlich jetzt ja, in die Nacht. Ja. So. Einmal F geschalten. Jetzt sind wir jetzt hier im Kegel. So, Bremslicht. Blinker. Funktioniert. Ja, das ist der Pedal, das ist so empfindlich. Da reagiert sogar, wenn eine Fliege drauf sitzt, kommt mir vor. Dann haben wir jetzt hier vorne mit Nummer 6. Und jetzt schalten wir einmal durch. Oben hier, das ist mit also POS, also für die Rundumleuchte. Jetzt nochmal hier drin schauen. Kontrolllampe, der Blinker, Warnblinker funktioniert. Zusatzleuchte, wie wir hier sehen, geht auch an. Das finde ich wirklich super toll. Mir gefällt das. So, und jetzt natürlich machen wir gleich hier unseren Speed-Test natürlich. Rückwärts klingt der ganz cool. Mal durch den Schlamm durch. Jetzt da hier innen drin, wenn wir schauen, auch noch dazu, also wenn wir jetzt bremsen, wie er runterschaltet. Fahren wir wieder vorwärts. Schauen wir mal, ob wir hier durchkommen, ohne hängen zu bleiben. Wie wir sehen, er wird schon langsam, aber sicher wird er schmutzig.
haben jetzt hier den nächsten Gang geschalten. Schauen wir, ob wir hier die gerade Kurve kriegen. Ja, 70 km/h haben wir schon mal drauf. 80, super. Der Spiegel hier, wie wir sehen, sind mit Funktion. Ja, jedenfalls ein super toller Mod. Macht auch Laune. Bremsen. Mal sehen, hier die hinteren Bremsen blockieren, die anderen rollen ein bisschen weiter. Ja, verhält sich schon mal ein bisschen eher mehr real. Lüfter, wie wir sehen, ja, sieht man hier vorne durch den Kühlergrill her, läuft mit. Und hat man ja auch gesehen, jetzt der Nummer X, dass der hier auch. Und der wird auch von drin ein bisschen schmutzig, auch nicht übertrieben, finde ich das Ganze. Ja, wir schauen uns jetzt einfach hier mal die Lok an. Da sehen wir hier, die Lok hier ist fehlerfrei. Ich hoffe, euch hat hier mein Video gefallen. Schaut wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz.